Es geht, hi. Ich sitze gerade im Auto, Leute. Das ist eine weirde Anmoderation mitten in einem Auto, aber wir fahren jetzt zu einer Quizshow und zwar zu nicht irgendeiner Quizshow, sondern zu wer weiß denn sowas. Proudly presented by Kai Pflaume, der netterweise ja auch bei unserem Entertainers-Format mitgemacht hat. Shoutout nochmal an Kai an der Stelle. Und dann gesagt hat, du, da würde ich aber auch gerne, dass du vorbeikommst mit jemandem bei mir in der Sendung. Und das machen wir jetzt. Und deshalb habe ich tatsächlich Max gefragt, Trimax, der jetzt auch schon vor Ort ist, der mich auch gerade schon angerufen hat und gesagt hat, er findet den Eingang nicht. Ich habe gerade schon gesagt, dass der perfekte Grundlage ist für jemanden in der Quizshow, der den Eingang nicht findet. Ja, und wir werden uns gleich irgendwie den Tag so ein bisschen begleiten, beziehungsweise das irgendwie ein bisschen mitnehmen und mal schauen, was abgeht. Ich kann von der Sendung selber nichts filmen, aber ihr seht ja dann selber am TV. Ausstrahlungstermin und sowas kann ich euch auch noch nicht sagen, aber das wird ja dann sicherlich irgendwie mir gleich noch gesagt werden. Wir sind jetzt, glaube ich, 4 Stunden oder sowas aus Köln hier in den Zug und sehen uns dann gleich da weiter. Bis dann. Guck mal hier, Leute. Hier mit wunderbarer Begrüßungskarte. Wir wünschen dir viel Erfolg und viel Spaß. Hör mal, toll, Alter. Oder Volkan? Ja. Alter. Kopf der Merch. Hier nochmal mit Pralinen dazu. Leute, Outfit of the Day, was soll ich sagen? Farbenfroh wie immer unterwegs. Genau. So, wir gehen jetzt mal kurz raus. Ich habe meine Brille an, damit ich klüger aussehe als sonst. Na, alle wüssten, dass mir das gar nichts bringt. Guck mal hier, Leute. Wow. Amazing, right? Hättest du niemals gedacht, dass es so weit kommt? Nö. Ich auch nicht, Volkan. Schauen wir mal, was das von Max ist. Guck mal hier, wen wir hier haben. Ach, hallo. Ah, ich bin gerade beim Plausch, beim Natürlich Essen. Natürlich nicht. Nein. Alles gut bei euch? Ja. Klar. So, deine Stimme bricht die ganze Zeit weg. Nee, ich bin, wie gesagt, perfekt ein bisschen krank. Sendung. Ja, oder? Eine Sendung, wo viel geredet wird. Und ich bin erkältet. Du hast einen sehr, sehr coolen Style heute, muss ich sagen. Guck mal, ich bin wie immer farbenfroh gekleidet, ne? Du siehst ein bisschen aus, also für mich war die erste Assoziation russischer Balletttänzer. Das bin ich, genau. Ich hoffe, dass die Leute mir dann ins Intellekt unterstellen, damit sich mehr auf unsere Seite setzen. Weißt du schon, mit wem du spielst? Wie? Mit Elton. Und, bist du froh? Sehr froh, du hast ja gestern schon im Stream gesagt, das ist dein Traumkandidat, ne? Ja, ich wurde gerade nochmal gefragt, finde ich gut. Ja? Wir machen das. Perfekt, okay. Du hast auch erstmal 10 Minuten gebraucht, bis du reingekommen bist, ne? Ja, ich bin da rumgegeistert so ein bisschen. Ah, ja, okay. Gut, Leute, schauen wir uns mal ganz an, was es hier zu essen gibt. Oh, Leute, da muss ich mich eigentlich... Hier habe ich so eine Reis hier und so. Doch, guck mal. Und Nudeln hier, oh ja, da werde ich mich dann auch nochmal bedienen, Leute. Ja, geil. So, wir werden uns jetzt das Studio mal angucken. Und, Max, meinst du zum Buffet, bist du zufrieden? Ja, aber ich habe schon gegessen. Bist du aufgeregt? Nee. Nee, echt nicht? Ich habe richtig Bock drauf. Ja, du hast richtig Bock drauf? Ja. Hast du dich vorbereitet? Ich habe hier ein paar Sendungen reingezogen. Ja. Und wissen kann man es nicht, man kann sich aber vieles erschließen. Das ist das Ding, man muss, glaube ich, Ausschlussverfahren machen. Weißt du, das Ding ist halt, wenn man... Das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal allgemein wissen, was da abfällt. Nee, man kann es nicht wissen. Das ist, da kannst du so viele Faktenbücher lesen, wie du willst, das bringt alles nichts, okay? Gut, ich würde sagen, wir rennen mal rein, hier schon Publikum, mega, darf ich gar nicht filmen, krieg ich sonst Ärger. Darf hier filmen, oder? Wow. Backstage. Ist aber riesig, ne? Ist aber groß, du. Haben wir hier. Also, Max, Alter. Hättest du dich da jemals gesehen? Nee, ja. Ne? Gar nicht. Klar. Hier, Team Honecker. Honecker, sag ich schon, das ist ein ganz anderer Kandidat. Und hier Team Elton. Du bist Team Elton. Mhm. Perfekt, dann wäre ich froh. Das wird gleich richtig geil, weil hier sitzen dann so 4 Leute und hier sitzen dann alle anderen einfach. Hallo, Max. Nachdem ich jetzt nochmal das Sendungskonzept erfragt habe, verstehe ich jetzt auch, was hier los ist. Max, wir kriegen das Geld ja gar nicht, Alter. Das geht ja ans Publikum. Ja, aber das ist doch sau peinlich. Stell dir vor, du drehst dich um und du guckst einfach dieses sau enttäuschte Publikum an. Weil du 0 Euro gespielt hast, Alter. Oh mein Gott, wie schmerzhaft. Wie schmerzhaft, Junge, wie schmerzhaft wäre es bitte? Seit der neuen Staffel, sage ich ja immer, gibt es ja den neuen Elton. Momentan ist sehr ausgeglichen, vielleicht sogar mit einem Tick besser für Elton. Findest du das? Ja, natürlich nicht so gut. Ich habe gerade Bernhard schon gesehen, er ist gerade hier auf Klo, er hat gerade gesagt, das läuft nicht so gut bei ihm heute. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich weiß ja extrem viel. Stimmt nicht. Nur halt die Sachen, die gleich gefragt werden, die weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber du bist, wie gesagt, Max, man darf dich nicht unterschätzen, du bist extrem clever. Allgemeinwissen habe ich gar nichts. Aber so ein paar Fragen. Allgemeinwissen fragen wir ja hier auch. Ich weiß. Genau. Ist verrückt. Ausschlussverfahren, sich Sachen erschließen. Wie lange sitzt die Redaktion an sowas, wenn er sich so eine. So. Schon lange, weil das Besondere an dieser Sendung ist ja, dass wir nicht nur gute Fragen brauchen, sondern wir brauchen ja auch 2 richtig gute falsche Antwortmöglichkeiten. Das ist es halt. Die müssen ja auch, die halt auch stimmig sein. Sind. Die dürfen auf keinen Fall richtig sein. Ja. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, richtig. Das ist es. Ja, ich hab's schon gesehen, die Sendung ein paar Mal. In einigen Quest-Sendungen kann man sich mal so erschließen, dass das kann nicht sein. Das klingt wie ausgedacht, aber das habt ihr echt gut hinbekommen. Da wird man ganz doll auf die falsche Pferde gelockt.
Ja, hey, ich rock das hier mit Bernhard. Ich mache schnell ein Polaroid von euch für unsere Gäste. Ja. Bernhard? Wir müssen einmal hier nacheinander. Kein Bock. So Leute, jetzt geht's in die Show. Wir machen jetzt, glaube ich, Warm-up. Da müssen wir natürlich das Publikum, muss natürlich erstmal abgeholt werden und alles. Und Kai hat gesagt, ich darf das hier mitfilmen, also mache ich das einfach. Ist okay, oder? Ich darf hier mitfilmen, ja. Kai gesagt. Nee, während der Show genau. Natürlich nicht. Das würde ich dann streamen einfach. Gut. Also ich würde mein Handy hinstellen und schon mal live streamen. Super Idee. Ja. Ah ja, genau. 11.11. kommt das Ganze raus, jetzt wissen wir es. Ne? Ja. 11.11. kommt das Ganze raus an Karneval. Mhm. Max, kommst du an Karneval eigentlich vorbei? Nee. Da komm einfach so ein paar Kölsch hier. Oder? Schauen wir dann. Wär schon lecker, oder? Ja. Alter, stell dir mal vor, du hast so ein Homestudio. Wahnsinn. Sobald du falsche Fenster siehst, weißt du, da steckt Geld hinter, weißt du? Ja. Falsches Fenster ist immer ein Zeichen für Geld. Guck mal. Genau, das ist der Sound, den du heute nicht hören wirst, wenn du eine Frage beantwortest. Danke. Ich hab schon wieder... Zuschauer dann. Oh. Ich hab schon wieder so ein großes Maul, aber es geht wieder nach hinten los. Ich merke das schon wieder. Jetzt sind wir dran. Jetzt gleich gehen wir rauf. Gerade nochmal schnell mit Elton geredet. Elton spielt gerne FIFA, ist aber nicht abgeneigt, auf Fortnite zu spielen. Max? Ja. Elton in Lost Esports, oder? Ist er dabei. So, ich habe gerade schon gesagt, die haben hier alle geile Musik, Alter. Ich hoffe, wir kriegen so eine richtige Dulli-Musik. Ja. So Copyright-Free Kevin MacLeod-Musik oder sowas. Diese YouTube-Free Ukulele, weißt du? Kenn ich. Mega, Alter. Bist du wirklich nicht aufgeregt? Ich hab Bock. Nein. Ich hab auch Bock. So, ich packe jetzt die Kamera weg, ich halte es in den Mund. Was wollen Sie von mir? Max? Ja? Endergebnis verraten wir nicht. Genau. Es war knapp, so können wir es auch nicht sagen, oder? Es war sauknapp. Leute, ihr glaubt gar nicht, was geht hier ab, was, oh, wie unglaublich knapp das gerade war. Alter, was ist denn hier los? Naja, jedenfalls sind wir jetzt durch mit der Aufzeichnung. Ich gehe jetzt mit Max noch was essen. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr komprimierte Vlog-Erfahrung hier. Ich glaube, beim Essen mache ich gleich noch zwei, drei Sachen und dann sind wir auch schon durch hier. Ich kann euch leider nicht sagen, wer gewonnen hat, aber wenn ihr das wissen wollt, ja, am 11.11. pünktlich zu Karneval könnt ihr das Ding um 18 Uhr abends auf der ARD am 11.11. reinfahren. 18.30 Uhr kommt das abends, oder? 18 Uhr. 18 Uhr abends auf der ARD, 11.11. Da auf jeden Fall vorbeischauen, dann könnt ihr sehen, wer gewonnen hat. Es war wirklich haarscharf, das Ergebnis. Ey, war geil. Also, ich glaube, das können wir doch sagen, es war ein Euro, der den Unterschied gemacht hat im Endeffekt. Mhm. Auf jeden Fall crazy und ja, mega, mega dickes Danke an Bernhard, an Elton und an Kai und die ganze Produktion, die jetzt hierhin eingeladen haben. Kai hat gerade schon gesagt, wir kommen jetzt einmal im Jahr wieder. Von mir aus also sofort. Machen wir, oder? Also definitiv. Ganz sicher. So, jetzt geht's das Essen, ich habe nämlich Hunger, bis gleich. Ah, hier. Jetzt wissen wir, was abgeht. Okay. Gut, perfekt. Wir gehen jetzt das Essen. Auf geht's, Junge. Ist geil, oder? Du magst doch Musik so gerne, ne? Ist genau meine Musik. Ja, denke ich mir. So, Max hat uns jetzt gerade netterweise zum Essen eingeladen. Ganz fein hat er uns ausgeführt, Leute, hier. Was ist das hier? Nobel New Yorker, oder? Es ist Nobelladen, schön im Hauptbahnhof drin. Ja, also es ist wirklich hier extrem schön. Es war wirklich lecker. Danke für die Einladung, Max. Muss auch mal gönnen. Bist du mit dem Gesamtergebnis vom heutigen Tage zufrieden? Ich bin zufrieden. Gut, an der Stelle, meine Freunde, würde ich sagen, beende ich das jetzt auch hier. Ich glaube, das ist ein echt sehr kurzes Video geworden. Aber das ist in Ordnung, weil vielleicht hänge ich einfach noch hinten 10 Minuten random Gameplay dran. Dann bin ich, ja. Dann bin ich halt auf die 10 Minuten. Ja, ja, Werbung ist wichtig. Es ist jetzt bald Dezember, dann könnt ihr euch eh drauf einstellen. Da kommen wieder die Werbeblöcke von 30 Sekunden immer wieder bei mir rein. Geil! Ich bin damit raus. Wie gesagt, am 11.11. kommt das Ganze um 18 Uhr auf der ARD online. Könnt ihr euch gerne anschauen, das Ergebnis. Und checkt uns auf jeden Fall gerne beide mal auf Instagram aus. Da gibt es auch noch den einen oder anderen Clip zu sehen. Max natürlich auch verlinkt. Volkan, du noch letzte Worte. Tschüss. Perfekt, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ich...